Besonders begrüßen wir auch den Vertreter Taiwans hier in Deutschland, Herrn Xi. Auf der Besuchertribüne seien Sie uns herzlich willkommen. Für die Bundesregierung freuen wir uns, begrüßen zu dürfen Frau Ministerialdirigentin Petra Bettina Siegmund. Sie ist Leiterin der Abteilung Asien und Pazifik beim Auswärtigen Amt. Schön, dass Sie hier sind. Der Einfluss von Deutschland ist groß, überall in der Welt. Wir verstecken uns dann manchmal hinter der EU. Gibt es in irgendeiner Form mal einen Ansatz, die Demokratie, die sich auf dem Rückzug auf der Welt befindet, in diesem Punkt zu unterstützen? Oder lässt man das laufen, sehenden Auges? Vielen Dank. Sie haben mich zu den Beziehungen zu Taiwan gefragt. Taiwan hat seit Beendigung Ausnahmezustand 1987 einen eindrucksvollen Weg zurückgelegt und sich zu einer lebhaften Demokratie entwickelt, in der die Bürger die Möglichkeit zu politischer Partizipation haben, in der Menschenrechte, Meinungsfreiheit geachtet werden. Taiwan ist daher für Deutschland in vielen Bereichen ein Wertepartner. Auch im wirtschaftlichen Bereich spielt Taiwan für Deutschland eine wichtige Rolle. Wir haben ein bilaterales Handelsvolumen von rund 18 Milliarden Euro. Das macht Taiwan zu unserem fünftgrößten Handelspartner in Asien. Und umgekehrt ist Deutschland für Taiwan der wichtigste Handelspartner in Europa. Wir haben ca. 300 deutsche Firmen in Taiwan vertreten und umgekehrt aus Taiwan etwa 320 Unternehmen, die bei uns ansässig sind. Neben den wirtschaftlichen Beziehungen pflegt Deutschland einen sehr intensiven Austausch mit Taiwan, vor allem in den Bereichen Kultur, Wissenschaft, Erziehung und Verkehr. Und nun konkret noch einmal zur Frage der Petition. Die Bundesrepublik Deutschland hat im Jahr 1972 diplomatische Beziehungen mit der Volksrepublik China aufgenommen und erkennt die Volksrepublik China als einzigen souveränen Staat in China an. Diese Haltung spiegelt sich in der deutschen Ein-China-Politik wider. Und so verfährt auch die Mehrheit der internationalen Staatenwelt inklusive alle EU-Mitgliedstaaten neben Deutschland. Die Ein-China-Politik schließt die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Taiwan aus. Deutschland unterhält daher diplomatische Beziehungen nur mit der Volksrepublik China. Im Rahmen der deutschen Ein-China-Politik befürworten wir allerdings unterhalb der Schwelle diplomatischer Beziehungen den Austausch mit Taiwan in vielen Bereichen durch die zuständigen Fachressorts und zwar bis auf die Ebene der Fachminister. Und es ist uns wichtig, den Status quo dieser Beziehungen nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern auszubauen. Denn die Beziehungen, die wir mit Taiwan pflegen, sind aus unserer Sicht sehr positiv. Wir schätzen diese Beziehungen und wie gesagt, Taiwan ist für uns in vielen Bereichen ein Wertepartner. Sie haben ja ausgeführt, dass Sie intensive Beziehungen zu Taiwan ausgeübt werden. Und es gibt ja immer wieder auch große Proteste zu den, wenn Staaten Beziehungen zu Taiwan pflegen. Mich würde interessieren, ob das in Bezug auf Deutschland auch schon geschehen ist durch die Volksrepublik und wie Sie sich dazu verhalten, wenn Sie davon Kenntnis bekommen, dass China Druck auf andere Staaten ausübt hinsichtlich der Beziehungspflege zu Taiwan. Zu Ihrer Frage nach der Rede von Xi Jinping zu Taiwan. So betonen wir in Gesprächen mit der chinesischen Regierung regelmäßig, dass eine Vereinigung zwischen der Volksrepublik China und Taiwan nur friedlich und auf der Grundlage eines von gegenseitigem Respekt geprägten Dialogs erfolgen kann. Was Ihre Frage zum Status quo anbelangt und inwieweit China da auf uns schon zugekommen ist, es ist ja gar nicht so einfach, den Status quo in den Beziehungen zu Taiwan heutzutage zu erhalten. Und das macht auch Taiwan, erlebt das gerade in den letzten Monaten ganz besonders, was seine diplomatischen Verbündeten anbelangt. Wir auch gegenüber in unseren Kontakten mit der Volksrepublik China machen wir immer deutlich, dass wir den Status quo unserer Beziehungen zu Taiwan unbedingt erhalten wollen und dass wir eine einseitige Veränderung dieses Status quo ablehnen. Das sagen wir allen Beteiligten, das sagen wir der Volksrepublik China, das sagen wir auch der taiwanesischen Regierung, dass man im Dialog versuchen muss, einander näher zu kommen. Und was unseren Status quo in den Beziehungen zu Taiwan anbelangt, so
ist das auch nicht immer einfach, ihn aufrechtzuerhalten. Aber wir haben in den letzten Jahrzehnten sehr gute Erfahrungen gemacht in der Zusammenarbeit mit Taiwan. Wie gesagt, wir unterhalten Kontakte bis hin auf die Ebene der Fachminister und wir setzen uns sehr dafür ein, diese Kontakte auch weiterhin zu ermöglichen und beizubehalten. Und auch wenn das nicht immer gern gesehen wird, sozusagen von Peking aus, so vertreten wir das doch auch selbstbewusst, weil es eben dem gelebten Status quo in unserer Beziehung mit Taiwan entspricht. Weil Sie auch behauptet haben, bis hin zur Ebene der Fachminister gäbe es einen Austausch. Jetzt ist es aber so, dass in die EU ein Einreiseverbot der sogenannten Top 5, nämlich des Präsidenten, Vizepräsidenten, Premierminister, Außen- und Verteidigungsminister eben gilt. Wie kann denn dieser Austausch dann trotzdem stattfinden? Das würde mich interessieren, wie das im Detail stattfindet. Vielen Dank. Es gibt da viele Missverständnisse bezüglich Einreiseverweigerungen und wie wir unsere Taiwan-Politik gestalten. Also zunächst mal gilt, taiwanische Bürgerinnen und Bürger sind in Europa visumsfrei. Also es gibt überhaupt keine Einreiseverweigerungen für wen auch immer aus Taiwan, weil die Leute hier ohne Visum einreisen können. Wir haben aber sozusagen, wenn es darum geht, welche Kontakte unterstützen wir seitens der Bundesregierung, dann ist abgeleitet daraus, dass wir Taiwan nicht als souveränen Staat anerkennen, sagen wir, dass die Ämter die Repräsentanten der souveränitätsrelevanten Ämter in Deutschland sich nicht treffen können mit ihren taiwanesischen Counterparts. Und souveränitätsrelevante Verfassungsorgane sind in Deutschland der Bundestag, der Bundesrat, das Bundesverfassungsgericht, die Bundesregierung, repräsentiert die Bundeskanzlerin, der Bundespräsident. Und es gibt dann noch im Rahmen einer EU-Abstimmung eine Einigung darauf, dass wir darüber hinaus Außenminister und Verteidigungsminister, dass wir auf der Ebene keine Kontakte pflegen. Das heißt, wenn Kontakte auf der Ebene angefragt werden bei uns, dann machen wir einen Verweis, deutsche Ein-China-Politik. Wir bitten, von einem Besuch abzusehen. Aber wir sprechen keine Einreiseverweigerungen aus, sondern wir regeln das im Dialog vorab. Was würde denn eigentlich passieren? Ich würde es nur gerne von Ihnen hören. Aber was würde denn passieren, wenn wir als Deutsche oder besser natürlich noch als Europäer diplomatische Beziehungen oder den Staat anerkennen, wenn wir Taiwan anerkennen würden? Was wäre da die Reaktion? Hätten wir da wirtschaftliche Angst vor? Oder was ist der Grund, was uns daran hindert? Also China ist für Deutschland ein strategischer Partner. Wir unterhalten mit China vielschichtige politische wie auch wirtschaftliche Beziehungen. Wir pflegen mit der Volksrepublik China über 80 einzelne Dialogformate, um uns miteinander auszutauschen über Themen gemeinsamen Interesses. Eine Abkehr von der deutschen Ein-China-Politik würde die deutsch-chinesischen Beziehungen schwerwiegend beschädigen, und das liegt nicht in unserem Interesse. Ich will aber auch noch mal sagen, dass wir eben unterhalb der Schwelle diplomatischer Beziehungen sehr wohl sehr gute Arbeitsbeziehungen mit Taiwan unterhalten. Und das wollte ich auch noch mal ergänzen auf die Frage des Kollegen hier. Wir haben eben Kontakte mit Taiwan bis auf die Ebene der Fachminister. Wir machen das oft nicht sehr öffentlich, wenn es zu solchen Kontakten kommt. Aber wir hatten einen Besuch des Wissenschaftsministers, einen Besuch des Wirtschaftsministers, Mainland Affairs Council aus Taiwan war in Deutschland. Wir haben auch auf der Ebene, sage ich mal, stellvertretender Minister vielfach Kontakte mit unseren taiwanischen Counterparts. Und nicht zu vergessen, das ist jetzt zwar nicht die Bundesregierung, aber es ist der Bundestag, der eben auch sehr gute Kontakte mit den taiwanischen Counterparts unterhält. Das ist ein wichtiger Baustein unserer bilateralen Beziehungen. Aber wie gesagt, regierungsseitig, es geht auch unterhalb der Ebene diplomatischer Beziehungen und es geht da ganz gut. Was sind denn die grundsätzlichen Maßstäbe für die Durchführung von diplomatischen Beziehungen und wie wird da der Aspekt, ob derjenige Staat eine Demokratie ist oder nicht, eingeordnet?
Wir erkennen diplomatisch Staaten an, nicht Regierungen. Und wir haben eben als Bundesrepublik Deutschland 1972 die Volksrepublik China als einzigen souveränen Staat in China anerkannt. Und das gilt auch gegenüber anderen Staaten. Es geht nicht um die Regierung, sondern es geht um, wer übt die Staatsgewalt aus, welchen Staat erkennt man an. So ist das zu verstehen. Ich glaube, in der Bevölkerung setzt ein Umdenken ein, wie wir mit Taiwan umgehen, vor dem Hintergrund, was in Hongkong passiert. Und deswegen ist es erforderlich, und sei es, dass der Bundestag das macht, dass wir zu einer Position kommen, die die Bevölkerung nachvollziehen kann. Und es kann nicht die Position von 1971, 72 mehr sein. Das ist meine Auffassung. Vielleicht können Sie da was zu sagen. Was die Mitwirkung Taiwans in internationalen Organisationen anbelangt, so haben wir genauso ein Interesse wie viele andere, dass es bei vielen wichtigen Themen keine weißen Flecken auf der Weltkarte gibt, gerade was Weltgesundheit anbelangt, aber auch was die Luftverkehrszusammenarbeit anbelangt, setzen wir uns stark dafür ein, für Taiwan eine sinnvolle Mitarbeit in internationalen Organisationen, einen Beobachterstatus, eine andere Mitwirkung zu ermöglichen. Es ist aber so, dass die Mitarbeit in vielen internationalen Organisationen Mitgliedern der Vereinten Nationen vorbehalten bleibt, beziehungsweise dass auch die Zuerkennung eines Beobachterstatus abhängig davon ist, dass Gremien sozusagen, in denen bestimmte Staaten sitzen, dem zustimmen. Es ist also nicht so einfach, das hinzukriegen. Wir setzen uns gleichwohl immer dafür ein als Bundesregierung, die sinnvolle Zusammenarbeit oder Mitwirkung Taiwans gerade in diesen Bereichen zu ermöglichen. Und da, wo wir es dann nicht hinbekommen, weil es beispielsweise ein Nein gibt anderer Teilnehmer der internationalen Organisation, versuchen wir dann doch, auf bilateralem Wege die Zusammenarbeit herzustellen, zu stärken und uns auszutauschen zu diesen Themen. Ich wollte noch mal, also ist aus unserer Sicht ganz wichtig, ich wollte noch mal eingehen auf China, Hongkong, Xinjiang. Da hat sich die Bundesregierung vielfach geäußert dazu. Das ist uns auch wichtig, sowohl im bilateralen Verkehr mit der chinesischen Regierung als auch in europäischen Statements, was jetzt gerade die Lage in Hongkong, den Umgang mit den Demonstrationen anbelangt. Was Xinjiang anbelangt, haben wir das thematisiert, nicht nur bilateral mit der chinesischen Regierung, sondern auch in den VN-Gremien, VN-Menschenrechtsrat, wo wir sozusagen vor allen Dingen fordern, angesichts der Lage vor Ort da jetzt, dass es Zugang geben muss der Hochkommissarin für Menschenrechte der Vereinten Nationen nach Xinjiang, damit sie dort sich vor Ort ein Bild von der Lage machen kann. Und aus unserer Sicht natürlich diese unfreiwilligen Maßnahmen dieser Lager abgestellt werden müssen. Das sagen wir ganz deutlich. In welchen Szenarien denken Sie eigentlich? Also gibt es mögliche Eskalationsszenarien, die damit bedacht werden, oder geht es ausschließlich um wirtschaftliche Beziehungen zu China? Also was wären die Folgen, die Sie annehmen? Und die zweite Frage ist eigentlich, wir haben ja vielfältige Kooperationsmöglichkeiten, die auch für uns von Vorteil wären in den Beziehungen zu Taiwan, zum Beispiel auch im Bereich Hochtechnologieforschung. Gibt es da, also wie sehen da denn die Beziehungen aus und welche Kooperationsmöglichkeiten werden schon ausgeschöpft und sind die möglicherweise auch ausbaubar? Vielen Dank. Also es ist immer schwierig, sozusagen in Was-wäre-wenn-Szenarien zu antworten. Jedenfalls, wir verfolgen eine Ein-China-Politik. Wir erkennen an die Volksrepublik China als einzigen souveränen Staat in China. Und es ist nicht beabsichtigt, diese Politik zu verändern. Und die Beziehungen zu China beschränken sich nicht nur auf Wirtschaftsbeziehungen, es sind auch politische Beziehungen. Es gibt viele Bereiche, wo wir ohne die Partnerschaft und Zusammenarbeit mit China nicht vorankommen werden. Das gilt gerade für globale Herausforderungen wie den Kampf gegen den Klimawandel zum Beispiel.
Die Ein-China-Politik der Bundesregierung, so wie sie ist, ist nicht beabsichtigt zu verändern. Was jetzt aber den Ausbau der Beziehungen zu Taiwan anbelangt, so gibt es da mit Sicherheit Potenzial. Ich habe schon gesagt, das sind sehr gute Beziehungen. Unser fünftgrößter Handelspartner in Asien ist Taiwan. Wir sind dabei, Beziehungen auch auf ganz neuen Bereichen mit Taiwan aufzubauen. Und unterhalb der diplomatischen Ebene ist das auch möglich. Und da werden wir uns für engagieren, dass wir mit Taiwan noch stärker ins Gespräch kommen, noch stärker in eine Zusammenarbeit kommen, weil das ist bei vielen Themen nicht nur notwendig, Stichwort keine weißen Flecken auf der Landkarte, es ist für uns auch hoch wünschenswert, weil wir in sehr vielen Bereichen mit Taiwan exzellent zusammenarbeiten und das auch fortführen und ausbauen möchten. Sind Sie denn auch der Auffassung, bis hin dazu zu sagen, dass Taiwan auf dem Territorium der Volksrepublik China liegt? Ist das Ihre Vorstellung von der Ein-China-Politik? Und welche Vor- und Nachteile können Sie vielleicht noch mal anhand der Ein-China-Politik uns darstellen? Also diese Frage ist sehr diffizil und sensibel. Und damit haben auch Unternehmen und Behörden schon Erfahrungen gemacht, wie drücke ich das richtig aus, sowohl im Wording als auch in der Landkarte. Also für uns ist Taiwan ein Teil Chinas, ein Teil Chinas. Was die völkerrechtliche Anerkennung anbelangt, so erkennen wir eben die Volksrepublik China als einzigen souveränen Staat in China an. Es ist nicht einfach, das immer klar zu machen, aber wir bieten da auch allen, die das genauer wissen müssen, Beratung an, um sich da korrekt, so wie es geht, sozusagen verhalten zu können. Was unternimmt Deutschland? Was kann Deutschland innerhalb Europas tun, um das Verhältnis zur Taiwan deutlich noch zu verbessern? Auch mal mit dem Gedanken, den Frau Fu ausgesprochen hat, die Präsidentin mal einzuladen? Wie gesagt, wir haben ja mit Taiwan schon in vielen Bereichen eine sehr gute Zusammenarbeit und das geht über den reinen Wirtschaftsaustausch und die wirtschaftliche Zusammenarbeit hinaus. Wir haben bilateral Zusammenarbeit im Bereich der Energie, im Bereich Klimaschutz, im Bereich Finanzdatenausschuss. Wir haben jetzt gerade dabei, eine Vereinbarung zur Vergangenheitsbewältigung zu unterzeichnen. Also es ist wirklich sehr facettenreich und das Gleiche gilt auch für die Europäische Union. Auch da werden Dialoge in vielen Bereichen geführt. Ist die Zusammenarbeit reelle, sinnvolle, tatsächliche, pragmatische Zusammenarbeit in vielen Bereichen da und soll auch ausgebaut werden. Was die Einladung der Staatspräsidentin anbelangt, so ist das eben ein souveränitätsrelevantes Amt. Da kann es keine Kontakte geben auf dieser Ebene mit Taiwan, aber es kann eben geben und es gibt sie auch Kontakte auf der Ebene der Fachminister. Die Kontakte, die es nicht geben kann mit den souveränitätsrelevanten Ämtern, das gilt immer für die Dauer der Amtszeit. Da machen wir auch keine Unterscheidung in Privatperson oder Amtsperson, sondern bei diesen Souveränitätsträgern gehen wir davon aus, dass sie während ihrer Amtszeit auch immer im Amt sind. Und so kommt es dann, das ist jetzt eine Antwort auf das, was Herr Kreuzberger hier bemängelt hat. Wie gesagt, auf der Fachebene unterhalten wir gute Beziehungen mit Taiwan und wollen sie auch ausbauen. Was China anbelangt, ist China ein Partner, wo wir gesagt haben in der Europäischen Union, es ist Partner. Es ist Wettbewerber, es ist aber auch ein systemischer Rivale und wir müssen für alle diese drei Eigenheiten Chinas geeignete Antworten finden, und zwar in der Zusammenarbeit mit China, aber durchaus auch im Umgang. Wie stellen wir uns auf als Europäische Union außenpolitisch, aber auch wettbewerbs- und wirtschaftspolitisch? Die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat den Vorschlag gemacht, dass ein Schiff der deutschen Marine mit deutschen Soldatinnen und Soldaten durch die Straße von Taiwan fahren soll. Das würde mich als erstes interessieren. Betrachtet eigentlich die Bundesrepublik die Straße von Taiwan als ein internationales Gewässer oder im Sinne der Ein-China-Politik als ein chinesisches Hoheitsgewässer? Und wie ist eigentlich die Position des Auswärtigen Amts dazu?
Ja, also ich glaube, das, was Frau Kramp-Karrenbauer gesagt hat, und ich kann nicht für sie sprechen, galt aber für das südchinesische Meer, durch das eben ein Großteil des europäischen, auch deutschen Handels mit Ostasien hindurchkehrt. Wir geben über militärische Planungen der Bundesregierung aus Sicherheitsgründen keine Auskunft. Ich kann Ihnen aber sagen, dass eine solche Präsenzfahrt derzeit, es gibt keine konkreten Planungen für Fahrten der Marine in diese Gegend. Okay, Frage soweit. Auch wenn nicht ganz zufrieden, aber zumindest erstmal beantwortet. Strebt die Bundesregierung im Rahmen der Ratspräsidentschaft eine Thematisierung der EU-Beziehungen mit Taiwan an, beispielsweise vor dem EU-China-Gipfel in Leipzig im September 2020? Und zweitens, Sie haben das ja vorher angedeutet, inwiefern können die Beziehungen mit dem, ich darf zitieren, Wertepartner Taiwan unterhalb der Schwelle der diplomatischen Anerkennung ausgebaut werden? Und ich will da konkret werden. Ich habe ja verstanden, dass die Bundesregierung da im Rahmen des Kurs der anderen EU-Mitgliedsländer, dass ihr da die Hände gebunden sind. Das will ich auch gar nicht thematisieren. Aber was ich nicht verstanden habe, ist, warum das auch für den Bundestag gelten soll, als anderes Verfassungsorgan. Also, es gab ja solche Fälle, erinnern sich an die Armenien-Resolution. Ich weiß, dass das Auswärtige Amt nicht amüsiert war über diesen Beschluss und sich das auch nicht zu eigen gemacht hat, genauso das Kanzleramt. Aber der Bundestag hat diesen Beschluss gefasst und gesagt, wir machen das unabhängig von der Regierung. Könnte man sich vorstellen, sind Sie jetzt eigentlich nicht die richtige Adresse, da Sie für die Regierung sprechen, aber was spräche denn dagegen? Und Sie könnten doch darauf verweisen und sagen, das ist halt dieser widerborstige Bundestag, der leider nicht auf die Regierung hört. Also aus der Sicht der Bundesregierung wäre jede Infragestellung der Ein-China-Politik würde zu schwerwiegenden Differenzen mit der Volksrepublik China führen. Insofern ist aus unserer Sicht in keiner Weise geplant, diese Ein-China-Politik und die diplomatischen Beziehungen zur Volksrepublik China, die wir haben, in irgendeiner Weise in Frage zu stellen. Natürlich muss der Bundestag selbst entscheiden, welche Anliegen er vorträgt. Aber aus Sicht der Bundesregierung ist der Status quo, den wir haben in unseren Beziehungen zur Volksrepublik China, was die diplomatische Anerkennungsfrage anbelangt und die Ein-China-Politik anbelangt, das, was wir fortführen sollten. Die andere Frage war, ob geplant ist im Rahmen der Ratspräsidentschaft. Wir sind noch gar nicht so weit, das alles vorzubereiten oder vorbereitet zu haben. Aber wir sprechen ja eigentlich laufend in den europäischen Ratsgremien über unsere Beziehungen zu Asien und zu unseren asiatischen Partnern. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir auch während unserer Ratspräsidentschaft einmal über die Beziehungen zu Taiwan sprechen. Ich nehme das gerne auf. Vielen Dank. Dann sind wir damit am Ende dieser öffentlichen Sitzung angehört. Weitere Fragen sehe ich nicht.